Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily. Der Christian ist am Start, ich bin am Start und wir haben heute den 14. Oktober und am 14. Oktober haben wir auch ein Geburtstagskind. Sag mal, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Ja. Wer denn? Achso, ja. Peter Klöppel. Peter Klöppel, der Nachrichtenfuchs. Ja. Aus den Anfängen von ein großer journalistischer Kollege von uns. Ein sehr großer, ja, genau. Ja, wenn ich ein sehr geschätzter journalistischer Kollege. Wenn ich RTL aktuell gucke, denke ich auch, Alter, was habt ihr eigentlich geschnupft? Aber ich mag nochmal sagen, dass es ein journalistischer Kollege ist. Wir werden ja auch hier redaktionell inhaltlich wertvolle Arbeit leisten. Ja, 14. Oktober, da gibt es bestimmt noch was anderes. Richtig. Gibt's. Das ist korrekt. Mhm. 1947, nach mehreren Versuchen, gelingt es dem US-amerikanischen Militärpiloten Charles Chuck Yeager, die Schallmauer zu durchbrechen. Piu, das ist ja dann, puff, macht das ja dann irgendwie auch. Und dann Höchstgeschwindigkeit 1630 Kilometer. Ja, natürlich, Stunde. Das ist ja auch die Geschwindigkeit des Schalls. Nee, 300 Meter die Sekunde. 1600, was hast du gesagt? Was? 1630 Stundenkilometer Sekunde. Kilometer, ja. 300 Meter die Sekunde. Ja. Alter. Alter. Manchmal, da denke ich echt, ich bin bescheuert. Ja. Das denke ich oft. Da siehst du mal, wie es mir täglich geht mit dir, Sascha. Heute am 14. Oktober kommt auch ein Film in die Kinos. Harry und Sally. Harry und Sally. Warum ist Harry und Sally durch die Decke gegangen? Weil Meg Ryan einen Orgasmus vorgestellt. Ach ja, im Restaurant. Im Restaurant. Ja, Und dann der Witz. Ich will das, was sie hatte. Die Olle vom Nachbartisch. Ja, genau. Harry und Sally mit Meg Ryan und Billy Crystal heißt er, glaube ich. Ne? Ja, genau. Der ist am 14. Oktober 1989 in die Kinos gekommen in Deutschland. Mhm. Ja. Das war der 14. Oktober. Hast du noch was auf der Pfanne? Nein. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß ein bisschen. Ihr könnt den Kanal abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Genau. Cheerio, Miss Sophie. Gute.